So, hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Kreuzworträtselrunde. Es mag immer noch, ich mag immer noch nicht ganz wieder zurück zu Hause angekommen sein, aber ich lasse es mir nicht nehmen, trotzdem meine Kreuzworträtselrunden zu machen, denn Beständigkeit ist zum Vorankommen definitiv wichtig. So, Einkommensart, oh, das ist... Ja, könnte auch die Rente sein. Ja, bam. Ich kenne mich aus mit Einkommensarten. Buhuhu. Blasierter Angeber. Haben wir gleich. Emotional ist das. Oh Gott, blasierter Angeber. Ah, das hatte ich da schon wieder vergessen, was das ist. Oder... Ach so, nee, das ist ein Snob in dem Fall. Ah, da gab es doch mal dieses andere Wort, wo ich keine Ahnung mehr habe, was es nochmal war. Das war ein richtig ekliges Wort, das wüsste ich auch heute gar nicht mehr. Weltraumteleskop, mittlerweile hat es so ziemlich ausgedient. Hubble. Zuruf an Pferde, links. Hü. Nee, Hü ist bestimmt nicht links. Gasgemisch, keine Ahnung. Traber weiß ich auch nicht. SMS verschicken ist Simsen. Das wissen wir. So, Ska ist der Musikstil. Lateinisch Zorn. Ja, gleich. Staat im Nahen Osten. Bam. Parkraum ist. Schauen wir mal später nochmal. Würzflüssigkeit. Soße, nein, Ketchup, nein, nicht Senf. Eine Würzflüssigkeit. Maggi-Soße. Nein, auch nicht. Machen wir hier mal Energiequelle. Zum Beispiel Gas, ja. Handmähgerät. Rasenmäher ist nicht. Sense. So. Schweinerei ist auch eine Sauerei, aber das passt nicht. Machen wir erstmal das Emblem hier voll. Easy peasy. So, wie sieht es denn eigentlich aus? Ist die Aufnahme... Ja, die läuft und die funktioniert gut. Wollte ich nur noch mal sicher gehen, nicht, dass mal wieder was damit passiert ist. Anrede für Frauen. Madame. Nee. Mama. Nein, auch nicht. Novität ist wahrscheinlich eine Neuheit. Ja, das ist es. So, eine Hülsenfrucht. Könnte die Erbse sein? Ja, großer Abstand. Weiß ich noch nicht. Gewässerrand ist aber das Ufer. Dann ist das die Ferne hier. Genau. Der Sänger ist mal wieder der Tenor. Wandmalerei ist mir noch nicht ganz klar. Das französische Grenzland. Elsass? Ja, da. So, englischer Dramenkönig. Geviert. Geviert. Was meinen die denn damit? Von der Seite gespielter Ball ist eine Flanke erstmal. Ach, dann ist das hier das Fresko. Ja. Holzraummaß. Machen wir erstmal Nomen est Omen. Irgendwas bedeutet das noch? So, sehr langer Zeitraum könnte wieder Äon sein oder Ära. Oh, ich hasse es, wenn das Rätsel das macht. Immer das andere nehmen von dem, was ich denke. So, allgemeines Landrecht. ALR. Ja. Easy. Stadt in Hessen ist dann wohl Kassel. So, Gott. Holzraummaß. Machen wir erstmal das Aas hier drüben. So. Damit sind wir doch schon mal wieder ein Stück weiter. Dann. Weiß ich immer noch nicht. Weiß ich noch nicht. Gatter. Gehege ist das. Ah. Zuruf an. Hü-hot. Zuruf, der links bedeutet. Das ist ja interessant, mal das zu wissen, tatsächlich. Anrede für Frauen ist Dame. Folge ist auch eine Reihe. Im mathematischen Sinn zum Beispiel.
So ziemlich. Ich möchte da jetzt mal nicht genau drauf eingehen. So, es ist doch die Sauerei gewesen. Ah, okay. Was haben wir noch? Leer. Nein. Okay. Ho. Oder Hu. Ich habe keine Ahnung, was der Zuruf an Pferde ist. Momentan. Die Wirtsflüssigkeit. Persil passt nicht. Mist. War es Ira? Ira war es. Okay. Ja. Parkraum, Garage ist das. Na, das haben wir doch. Die Wirtsflüssigkeit. Essig. Na, Gasgemisch. Gasgemisch. Wer könnte denn der deutsche Kabarettist sein? Elmar? Nee. Ich habe keine Ahnung. Ingmar geht nicht. Kalmar geht auch nicht. Was war denn das? Stier, ne? Ja, genau. Gefiert, ein Gefiert? Ich habe keine Ahnung, was die da von mir wollen. Aber Lamar? Nein. Achmar? Also wahrscheinlich. Okay. Ottmar. Na. Ja. Okay. Ein Gasgemisch. Ein Gemosel. Nein, ich habe keine Ahnung. Okay, das ist alles gar nicht. Versuchen wir mal ein I. Nee. Ach, ist das das Aerosol? Das ist doch das Aerosol gewesen. So. Hier, her. Haar. Haar. Mensch, wieder was gelernt. Zuruf an Pferde. Haar ist links. Oho. Okay, das Gefiert ist das Karree dann wohl. Und damit haben wir das erste von den Rätseln sogar geschafft. Wuhu. So, dann gucken wir mal bei dem zweiten. Hoffentlich geht das doch mal. Eine Fete ist das nicht. Jetzt könnte eine. Okay, ja, ich weiß, was hier reinkommen wird. So, Verschwender. Das hier ist. Das, okay, ja, aber ich wollte erstmal die zwei. Greifvogel ist nicht das, was da. Okay, hier kommt ein I rein. Gezogener Strich ist eine Linie. Und damit ist der Greifvogel endet ja auch auf IE. Okay. Genitiv von ihr. Ach, wir, ihr, sie. Ihr Genitiv ist eure oder euer. Je nachdem. Dann ist die Ausstrahlung die Aura. Das ist ja dann das Wort, was hier reinkommt, weiß ich sowieso. Stadt in Nordengland. Ach Mann. Einen Namen tragen. Benannt sein. Huch.
Also Iridium weiß ich. Da kommt das hin. Ach so, okay, dann ist das das. Dann kommt hier ein S rein. Und wir haben mal wieder unser Lieblingswort, das musikalische Übungsstück, oder mein Lieblingswort hier zumindest, was die Kreuzworträtsel angeht. Okay. So, dann ist das hier ein D. Die 7 haben wir gesagt, ist ein S, sag ich mal. Warte mal, das geht auch gar nicht. S und dann ein D. Das ist ja ein komisches Wort. Nee, das kann auch nicht hinhauen. Netzhaut des Auges, ist klar. Dann weiß ich, was das für ein Buchstabe ist. Deckel, Behälter. Verkehrsmittel ist das wahrscheinlich das Auto. Dann haben wir hier ein O. Was haben wir schon alles? Ausgelassene Feier, T. Dann haben wir hier, weiß ich nicht was. Dann haben wir hier O. Dann ein T. Hirschart. Ja, gute Frage. So, das könnte das Rehen sein oder so. Büßen. Für etwas büßen. Gelaber könnte Geschwafel sein. GA, nee. Nee, das. Obwohl. Alte Kirchenstrafe. Warte mal. Sühnen? Nee. Oder? Ah. Sue Hennen. Dann könnte das hier ein Reh sein. Das würde zumindest erstmal so mit reinpassen. Gesa. Ah, okay. Nee, dann ist das ja hier ein A. Geseier. Ach so. Nee, dann passt das E wieder rein. Okay, dann ist das hier ein H. Was hatten wir jetzt? Also die 2 hatten wir noch nicht so ganz. Aber hier kommt ein E hin, hier ein also A. Und dann wäre das Ich weiß es gerade nicht, was das sein könnte. Bin mir nicht sicher, die 2 lasse ich aus erstmal. So, ausgelassene Feier, T. Dann hier ein O. Dann Netzhaut des Auges, das T. Dann gehen wir mal hiervon aus. H. Französisch trocken, weiß ich noch nicht. Orangen könnten das sein. Dann wäre das ein E. Könnte auch Zitronen sein, vielleicht. Nee. Nee. Orangen wären möglich, aber das werden wir mal sehen. Okay, auf jeden Fall könnte hier ein E reinkommen. Das wäre doch ein D. Und das hier wäre eigentlich ein Namen tragen. Ganz ehrlich, ich gebe einfach mal Sachen ein. Von hinten nach vorne, Etüde. N. Ach, das ist es. Okay. Okay, ja. Okay, dann haben wir hier also T, da O, da T. Dann ein H, dann ein E.
Könnte das erste ein P sein? Ich hätte jetzt gedacht, das ist eine Party. Ist es nicht. Da, ja, da haben wir ja das Problem. Weil das Lösungswort ist wohl wahrscheinlich eine Prothese. So, dann haben wir hier Area für Zone. Klar. Kurklinik ist natürlich die Reha. Dann machen wir doch mal weiter. Also, Iridium. Nee, ist IR, wollte ich auch eintragen. So. Schaumwein ist Sekt. So. Dann ist das hier ein Prasser. Okay. Dann ist das keine Prothese. Gucken wir mal, ob wir den Greifvogel zusammenkriegen. Was gibt es denn da noch für ein Wort gerade, das mir da einfallen müsste? Huch! Das kann erstmal weg. Heißen ist das, ja. Okay, Netzhaut durch Auge ist die Retina. Ausgelassene Feier ist eine Sause. Okay, die meinen die. Edna ist das. Edna bricht aus, wie man es ja so kennt. Also der Überanzug, den machen wir erstmal. Das ist der Overall. So, dann Comedian Mirja Bös. Büßen ist wahrscheinlich Sühnen. Ja, ist es auch. Dann ist das die Synthese. Dann meinen die die Harpie. Uiuiuiui. Hat die echt mit YIE geschrieben? Mensch, ja, wahrscheinlich sogar. Hätte ich eigentlich wissen müssen. So. Oh, ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht niese. Aber ich glaube, ich nies gleich. So, machen wir erstmal den Senior. Natürlich Tan. Nein. Kann? Mann? Lan? Zan? Wann? Quan? Nein, dann. Ran? Pan? Ban? Ach, der Ban. Wenn man verbannt wird, ja. So, das Geseire haben wir hier schon mal. Der Deckelbehälter weiß ich noch nicht, aber die Orangen werden wohl richtig sein. So, dann ist das hier nämlich noch ein Deckelbehälter. Die Kanne ist damit gemeint. Segelstange. Ra mit H? Ja. Verkehrsmittel ist die Bahn. Ah, da kam ja gar kein O hin, wie wir jetzt feststellen konnten, endlich. So, dann ist das hier das Lob. Extrem ist Ultra. Ja. Die Bahre ist die Trage. Auch geschafft. Französisch für trocken, weiß ich noch nicht. Bootsart ist Kanu. So, was haben wir noch? Stadt in Nordengland. Mal überlegen. Also erstmal kommt hier ein E rein. Sinnesorgan ist das Ohr. Der Umschlag ist ja, haben wir gleich, haben wir gleich. Färberdistel, Färberdistel. Ich habe keine Ahnung, was die Färberdistel ist. Schön wär's, wenn ich das wüsste. Nordengland, was ist denn da so im Norden? War im Norden nicht auch irgendwo Schottland? Aber Nordengland ist ja nicht Schottland. Das ist ja. Wo könnte ich noch weiter kommen? Umschlag. Der Umschlag ist ein Briefumschlag. Wie nennt man das noch? Kuvert. Huch. Das ist es. So. Ich glaube, das ist Leeds. Ah, kenne ich nur durch Rockstar Leeds. Okay. Trocken. Geben wir dem ein D und das war nicht richtig. Ik? Nee, nee. Okay, jetzt wird es tatsächlich wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, was könnte denn Trocken.
gucken heißen. Huch. Sek. Ah, okay. Saflor. Was? Echt? Saflor ist ja ein schönes Wort. Ich habe noch nie von. Also, ich habe keine Ahnung, was Saflor ist. Aber tatsächlich bräuchte man nur eine Silbe davor setzen und schon hat man ein Pokémon. Bisaflor. Ah, also ist Bisaflor eine Zusammensetzung aus Bi und Saflor. Natürlich. So ist das. Das ist die Färberdistel. Machen wir doch mal ein paar Bilder dazu auf. Das sind aber auch wirklich interessante Worte diesmal dabei. Gerade zu der Zeit, wo ich eigentlich mir nicht so viel Zeit für Kreuzworträtsel nehmen kann oder teilweise auch sollte. Aber interessant. Saflor, Saflor, Saflor. Es erinnert mich sehr stark an andere Blumen. Könnte ich mir wahrscheinlich nicht merken, dass das Saflor ist. Okay, damit haben wir wieder mal einen Tag rumbekommen. Es ist schön. Ich bin gespannt auf die Zeit, in der ich dann wieder mal mit einer vernünftigen Kamera und generell vernünftiger aufnehmen kann als vorher. Aber ich sag euch, ich bleib da beständig. Ich mach weiter. Ja, ich nehme mir jeden Tag die Zeit. Das ist tatsächlich jetzt momentan so in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gar nicht mal so leicht. Aber immer wieder gerne. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Rest vom Tag. Und ja, man hört sich, sieht sich oder eben nicht. Bye, bye.